Ich bin John McEnroe. Ich bin Ivan Lendl. Wir haben diesen Film gemacht, damit Sie von den Profis lernen können, wie man besser Tennis spielt. Wir zeigen Ihnen zuerst die Grundschläge, dann Volleys und Aufschlag. Danach werden Sie lernen, wie man sein Aufschlagspiel gewinnt und das gegnerische Aufschlagspiel durchbricht. Ganz gleich, ob Sie wie ich von der Grundlinie aus spielen oder ein Surf-and-Volley-Spiel bevorzugen, wie Mac das tut. Am Anfang jeder Lektion werden wir auf die wesentlichen Dinge hinweisen, auf die es jeweils ankommt. Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie das alles im Spiel umsetzen. Wir spielen dabei zur Musik von Gruppen wie The Police, The Cars und The Pretenders. Wie viele andere Spieler trainieren auch Mac und ich mit Musik, weil man dabei viel leichter den richtigen Rhythmus findet und schneller zur Bestform aufläuft. Musik ist so ziemlich das Einzige, was das Training für mich erträglich macht. Ich habe Lautsprecher in den Bäumen rund um meinen Tennisplatz angebracht. Und ich weiß, dass ich dann am besten spiele, wenn ich eines meiner Lieblingsstücke im Kopf habe. Die meisten Tennisspieler haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass sie über sich hinauswachsen, wenn sie zuvor ein tolles Match gesehen haben. Ich habe als Anfänger viel gelernt, indem ich Champions wie Rod Laver beim Spielen beobachtete. Mit unserer Hilfe und mit diesem Trainingsprogramm werden Sie Ihre schlummernden Talente entwickeln. Sie sollten sich diesen Film anfangs mehrere Male ansehen, um sich mit den einzelnen Lektionen vertraut zu machen. Auch danach ist es wichtig, dass Sie sich diesen Film immer wieder anschauen, am besten einmal pro Woche. Außerdem raten wir Ihnen, sich jedes Mal 1 bis 2 Lektionen anzusehen, kurz bevor Sie auf den Tennisplatz gehen. Weiterhin erlernen Sie die gleichen hochentwickelten Mentaltechniken, die Olympiakämpfer und Profisportler anwenden. Weltklasse-Skiläufer visualisieren beispielsweise vor dem Start den perfekten Abfahrtslauf. Bei meinem Spiel habe ich oft dieselbe Erfahrung gemacht. Im Bruchteil einer Sekunde sehe ich plötzlich den perfekten Schlag vor meinem geistigen Auge und führe ihn aus. Wenn Sie uns zusehen, dann versuchen Sie sich vor Ihrem inneren Auge vorzustellen, dass Sie die Bälle genauso schlagen wie wir. Als nächstes stellen Sie sich das vor, ohne dass Sie uns dabei beobachten. So werden Sie lernen, einen perfekten Schlag oder sogar ein perfektes Spiel zu visualisieren.